Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich habe ganz viele Nachrichten gekriegt, weil da sehr viele News im Umlauf waren in letzter Zeit wieder, wobei es keine News waren, es waren eher Gerüchte. Und zwar, ich soll doch mal was machen zur neuen Konsolengeneration, die wahrscheinlich, voraussichtlich, theoretisch vermutet 2013 bis 2014 auf uns zurollen wird. Und das waren wirklich nur Gerüchte, denn wirklich jetzt was richtig Konkretes ist da nicht dabei gewesen. Also sprich, es geht natürlich hier um die Xbox 720, wobei ich gleich dazu sagen muss, ich denke nicht, dass dieses Ding Xbox 720 heißen wird. Dass das Ding PlayStation 4 heißen wird von Sony, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, das Ding ist PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, da ist PlayStation 4 irgendwie der logische Name. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Xbox 360, wie es übrigens offiziell, die offizielle Sprechweise von Microsoft in Deutsch heißt, heißt Xbox 360, nicht 360. Und ich fand den Namen eh schon ein bisschen unglücklich gewählt, denn viele Leute haben vermutet, vielleicht war es auch Absicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass es Absicht war, viele Leute haben vermutet, dass es schon die dritte Xbox ist, wegen der 3 drinne. Das stimmt natürlich nicht. Die Xbox 360 ist die Xbox 2, also die zweite Xbox. Ich finde es aber auch irgendwie wesentlich cooler, die Dinger gescheit zu benennen, anstatt sie durchzunummerieren irgendwie. Denn so eine Durchnummerierung hat immer so ein bisschen so den Beigeschmack von irgendeinem Aufguss in gewisser Weise. Ist in Deutschland nicht verkehrt, denn man weiß ja, bei uns sind Marken was ganz Wichtiges in gewisser Weise. Ich meine, früher war es so, da war eine Spielekonsole für viele Leute ein Nintendo, ohne jetzt genau zu sagen, was es ist. Also wenn man damals irgendwelche bisschen älteren Leute, wenn die so eine Kiste bei sich stehen sehen haben, dann haben sie gesagt, oh, guck mal, ein Nintendo. Scheißegal, ob das eine PS1 war, ob das jetzt später vielleicht sogar eine Xbox war. Das ist egal, es war ein Nintendo. Lange Zeit oder immer noch ist jetzt eigentlich alles eine PlayStation. Das hat so, das ist ein Nintendo abgelöst. Also ich weiß noch, meine Mutter früher, die hat gedacht, von allen Kisten, die es so gab, worauf man spielen konnte, das wäre Nintendo. Das war also, ich meine, ich war damals ein großer Nintendo-Fanboy. Ich hatte ja mal ein Super Nintendo damals am Start, also ihr merkt es schon lange her. Und das Ding, das fand ich damals ganz geil. Und seitdem waren alle Dinger, wo man drauf spielen kann, teilweise sogar der Computer in irgendeiner Form Nintendo. Totaler Schwachsinn, aber ist so. Das hat sich in den Köpfen von den Leuten einfach mal so ein bisschen festgesetzt und ja. Bevor ich jetzt hier weiterschwätze, das Gameplay ist nicht von mir, das Gameplay ist von Tabak Hadi Gaming. Und ihr könnt ihm ja mal einen Kommentar hinterlassen auf seinem Kanal, das ist unten verlinkt. Und ich meine das mit dem Kommentar hinterlassen eigentlich immer ernst, denn die Leute sollen ja auch durchaus was davon haben, dass sie mir geile Gameplays schicken. Ne? Also seid mal so nett und schreibt den Leuten immer Kommentare, die mir Gameplays schicken und ich in Videos verwende, dass die auch was davon haben. Und dass ich weiterhin gescheite Gameplays kriege. Genau, wie gesagt, das war immer alles ein Nintendo. Und dementsprechend denke ich auch, dass in Deutschland nicht verkehrt ist, wenn man ja auf was Bekanntem aufbaut. Also PlayStation 1, 2, 3, 4. Deswegen denke ich auch, dass uns auf jeden Fall der Name Xbox erhalten bleiben wird. Also ich denke, so viel ist eigentlich sicher. Eine neue Marke einführen werden die nicht machen. Klar, Nintendo hat das mit der Wii gemacht, weil der GameCube mal komplett für Bobbes war, sag ich mal so. Zumindest so, wie er aufgenommen wurde. Der hatte einige ziemlich coole Spiele. Aber in der Generation konnte er nicht allzu viel reißen. Wobei man sagen muss, leistungsfähig war der gar nicht so übel. Und ich habe vorhin gesagt, Konsolengeneration, die 2013, 2014 kommt. Die Wii U oder Wii U oder wie auch immer man das Ding ausspricht. Also die neue Konsole von Nintendo. Wird wahrscheinlich wieder ein Ticken früher kommen als die anderen. Die ist ja schon ziemlich sicher für nächstes Jahr erwartet. Und über die kann ich jetzt eigentlich sehr viel... Ja, nee, umgekehrt, über die kann ich nicht so viel sagen, obwohl über die schon viele Informationen vorhanden sind. Damit habe ich mich einfach nicht so beschäftigt. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe zwar eine Wii, eine PS3 und eine Xbox, aber Wii spiele ich doch sehr selten. Da spiele ich nur Zelda drauf. Das ist das Einzige, was ich in letzter Zeit darauf gespielt habe. Ist auch wirklich eines der absoluten Must-Have-Titel. Und das ist fast ein Titel, das neue Zelda. Oder auch das davor, was schon, natürlich Mario Galaxy 1 und 2, was fast den Kauf einer Wii rechtfertigt. Die Wii wird wahrscheinlich auch in der nächsten Generation, vermute ich mal, relativ teuer sein für das, was sie kann. Vermute ich einfach mal, ich weiß es nicht genau, war in dieser Generation so. Denn Nintendo, muss man dazu sagen, war der einzige Hersteller von den drei, die beim Verkauf ihrer Konsole keinen Verlust gemacht haben. Sony hat besonders viel... Ja, wie soll ich sagen, mussten besonders viel ihre Konsolen subventionieren. Also die haben quasi Verlust gemacht
am Verkauf, ich glaube Microsoft mit der Xbox auch, die haben Verlust gemacht daran, dass einer eine PS3 gekauft hat und haben das erst im Nachhinein wieder mit Spieleverkäufe reingeholt. Und also ich denke mal, das wird Nintendo diesmal auch wieder machen. Die Wii U, wie spricht man das Ding überhaupt aus, wird wahrscheinlich für das, was sie leistet, wieder relativ teuer sein. Allerdings dadurch, dass sie wahrscheinlich wieder ein bisschen vor den anderen rauskommt, auch, denke ich, doch mal relativ erfolgreich. Das ist natürlich alles nur Mutmaßung, ich habe keine Ahnung, ob das eigentlich so eintritt. Aber wir können ja mal gucken, wenn es dann soweit ist. Wenn ich dann noch an dieses Video denke, weiß ja nie. Was ich sagen muss, Wii U finde ich, die Steuerung mit diesem komischen Tablet. Also ich habe es dann ausprobiert, ich hatte so ein Ding noch nie in der Hand, aber ich weiß nicht. Wenn mal irgendwie ein Event von Nintendo ist oder so, muss ich mal gucken, dass ich da irgendwo hinkomme. Sollte ja durchaus möglich sein. Und da muss ich mir sowas mal vor Ort angucken, wie sowas ist. Bis jetzt kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das so gut ankommt, dieses Tablet. Also zumindest mir gefällt es nicht so. Ich war auch nicht so ein großer Fan der Bewegungssteuerung von der Wii, muss ich sagen, wenn ich mir das neue Zelda angucke. Das würde mir persönlich um Längen mehr Spaß machen, wenn das mit Controller zu spielen wäre. Das ist eh schon wirklich. Also, meiner Meinung nach ist es eines der besten Spiele der letzten 10 Jahre, muss ich ganz eindeutig sagen. Das ist wirklich ziemlich gut. Also Skyward Sword, meine ich. Und wenn sie das mal mit gescheiter Eingabemöglichkeit gemacht hätten, wäre das dann auch um Längen besser gewesen. Ich weiß, das Spiel, das baut sehr auf Bewegungssteuerung auf, aber ich bin einfach kein Bewegungssteuerung-Fan. Ja, das soweit. Also soweit zu Wii, mehr Informationen habe ich dazu auch nicht. Zu den anderen Geschichten. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema der ganzen Geschichte. Achso, ich werde am Ende natürlich wieder einen Brief vorlesen, selbstverständlich, ne? Zu der eigentlichen Geschichte. Also Xbox 720 oder PS4. Ich denke, dass die Xbox irgendwie anders da heißen wird. Nicht Xbox 720. Xbox 370 bestimmt auch nicht. Irgendwas anderes. Die sind da immer sehr. Hoffentlich heißt das Ding nicht Xbox Cloud. Das wäre gerade so aktuell voller Zeitgeist. Xbox Cloud. Bloß nicht. Bloß nicht. Kein Xbox Cloud. Erspart uns das bitte, Microsoft. Hoffentlich bringe ich die nicht gerade auf doofe Ideen mit dem Video her. Genau. Und da ist natürlich noch gar nichts großartig dazu bekannt. Letztens ging irgendwie sowas hier, so Gerüchte um, so nach dem Motto, die neue Xbox, die ist jetzt 600% leistungsfähiger als die alte und sowas. Also, naja, oder sechsmal leistungsfähiger als die alte, Grafikpower und hin und her. Allerdings nur 20% leistungsfähiger als die neue Wii und hin und her und sowas. Also, ich weiß nicht so genau, irgendwie, ob ich diesen ganzen Aussagen glauben soll. Es wäre natürlich auf jeden Fall wünschenswert, dass die neue Wii der Generation, die dann kommt, nicht, oder der Generation, zu der sie gehört, nicht mehr so extrem in der Leistungsfähigkeit nachhängt. Denn es war schon ganz schön scheiße, dass es quasi sich die ganzen Spiele, die ganzen aktuellen Titel auf Xbox, PS3 und PC konzentriert haben und die Wii, ja, teilweise sehr halbherzige Portierungen gekriegt hat. Und auch die Exklusivtitel haben dann in der zweiten Lebenshälfte der Wii bis auf wenige Nintendo-Eigentitel sehr nachgelassen, muss man auch mal sagen. Also ich hoffe, dass die leistungsfähig ungefähr, von der Leistungsfähigkeit her, ungefähr mithalten kann mit den anderen beiden dann. Ne? Und es ist mit der Leistungsfähigkeit oder was dann immer geschrieben wird, der Grafikpower und sowas. Das ist eh immer so eine Geschichte. Da muss ich jetzt mal ein bisschen Technikzeug erzählen. Das kann man so direkt gar nicht mal hundertprozentig vergleichen. Ihr habt es ja bestimmt schon oft gehört, dass die PS3 angeblich so viel leistungsfähiger als die Xbox ist und als die Wii. Aber gut, das steht ja außer Frage. Das ist auch so. Also ich glaube rein theoretisch, ich bin mir jetzt nicht sicher, kann auch sein, dass ich Mist erzähle, rein theoretisch ist die PS3 ungefähr doppelt so schnell wie die Xbox. Rein theoretisch wohlgemerkt. Allerdings relativiert sich das schon wieder. Das ist eine komplett, aber wirklich eine komplett andere Architektur drunter. Und das hat man auch am Anfang gesehen. Am Anfang der Lebenszeit, sage ich jetzt mal, von der PS3. Da hatten das die ganzen Entwickler noch nicht so richtig im Griff. Für Exklusivspiele ging es halbwegs. Für Multiplattform, Cross-Plattform-Titel hat man oft gesehen, dass die PS3-Spiele, obwohl die PS3 theoretisch mehr Leistung besitzt, da ein bisschen hinterhergehängt haben. Man muss natürlich auch dazu sagen, wenn jetzt Plattformen ähnlich leistungsfähig sind, dann wird man sich natürlich
eigentlich ein bisschen an der schwächeren bei der grundsätzlichen Entwicklung orientieren, weil man ja erstmal sein komplettes Spiel gut auf allen Plattformen laufen haben will. Und danach kann man sich vielleicht noch Feinheiten ausdenken, aber das ist gut. Das Problem bei der PS3 war, dass die Architektur drunter eine komplett andere war wie auf der Xbox. Ich denke, das habt ihr wahrscheinlich auch schon alle gehört. Die Xbox hat 3 CPUs. Ich habe jetzt das Datenblatt nicht vor mir, ich mache das alles aus dem Kopf, aber ich denke mal, das stimmt so ungefähr, was ich erzähle. Die Xbox hatte 3 CPUs, also die Xbox 360, wohlgemerkt. Boah, wie reinsprayt. Hatte 3 CPUs, wovon, soweit ich weiß, einer für Verwaltungsaufgaben abgestellt war, also Dashboard und sowas in der Richtung. Also für das Management und 2 für Spielepower. Ich bin mir eigentlich sogar relativ sicher, dass man das programmiertechnisch auch noch ein bisschen mitbenutzen konnte oder sonst was. Aber so war es halt. So. Bei der PS3, die hat deutlich mehr Kerne. Ich glaube 7 plus 1 oder sowas. Müsste ich nachgucken. Das sind Kerne, die kann man nicht vergleichen mit den eigentlichen Kernen, die es so gibt auf der Xbox. Ich bin gerade ein bisschen außer Takt gekommen, denn meine Aufnahme ist hier gerade abgekackt mittendrin. Das ist gerade irgendwie sehr schlecht. Ich bin jetzt bei 11 Minuten. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen vorspringen, denn ich will ja ungefähr wissen, wann das Gameplay fertig ist. Ah, was Mist. Ah, scheiße. Das muss jetzt natürlich echt sein, ne? So mittendrin die Aufnahme abgekackt. Aber ihr seht, ich nehme das hier immer in einem Rutsch auf, also keine Panik. So, wir sind jetzt bei 11:37. Ich muss das jetzt hier mal ein bisschen... So, jetzt passt es ungefähr. Jetzt komme ich wieder ungefähr hin. Das wollte ich gerade sagen, genau. Boah, jetzt kommt hier Messer-Action. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht, wenn ich das jetzt hier sage, weil das Video nicht mehr so hundertprozentig passt, weil die Aufnahme gerade fertig war. Weil das gerade abgekackt ist beim Abspielen, das Video. Ja, ich war gerade bei den Rechenkernen. Ich glaube, die PS3 hatte 7 plus 1 oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist auch für die Aussage grundsätzlich egal. Das sind keine vollwertigen Kerne gewesen, wie das bei der Xbox der Fall sind. Das sind mehr oder weniger ziemlich doofe Recheneinheiten gewesen, die nichts konnten, außer saumäßig schnell rechnen. Ja, die CPUs von der Xbox waren sehr PC-ähnlich, das waren richtig vollwertige Kerne, mit denen man alles so treiben kann, was man dann so treibt. Und die PS3 hat halt diesen einen Kern zur Verwaltung der Rechenaufgaben und zum gescheiten Verteilen. Und wer schon ein bisschen was programmiert hat, weiß, dass parallele Programmierung teilweise saumäßig schwer ist. Okay, sagen wir mal eher, sie ist standardmäßig saumäßig schwer und in manchen Fällen ist sie nicht so kompliziert. Ist saumäßig schwierig und das war halt auch das Problem, was sie am Anfang hatten, diese neue Plattform ordentlich in den Griff zu kriegen. Und ich bin mir nicht sicher, ob Sony wieder auf so eine Plattform setzen wird. Wäre eigentlich logisch, denn sie haben da mal so viel Entwicklungsaufwand in den Zellprozessor gesteckt. Und wahrscheinlich, also das Ding wurde übrigens bei IBM entwickelt, das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Der Xbox-Prozessor, und jetzt, das stimmt jetzt, was ich erzähle, das könnt ihr nachlesen. Vor alle, die immer flamen hier, das eine wäre besser als das andere. Das kommt aus dem gleichen Haus der Xbox-Prozessor und der PS3-Prozessor. Das ist so, ihr könnt das im Internet nachgucken. Das wurde beides bei IBM entwickelt, sowohl der Cell-Prozessor von der PS3, als auch der Xbox-Prozessor, das ist ein Power-PC, Power-PC heißt das Ding, glaube ich, Prozessor, kommen beide von IBM und es waren teilweise die gleichen Leute dran beteiligt. Der eine hat da auch ein Buch zugeschrieben. Es waren an den Entwicklungen von PS3-Prozessor und Xbox-360-Prozessor teilweise die gleichen Leute bei IBM beteiligt. Also stellt euch das mal vor. Und sie durften offiziell voneinander nichts wissen. Und sie haben gesagt, dass der Typ, der das Buch geschrieben hat, hat erzählt, dass Sony wesentlich, dass die ihm einfach mehr auf den Sack gegangen sind, als die Leute von Microsoft, drücke ich es mal so aus. Die Leute von Microsoft hatten wohl eher die Einstellung, ja, Hauptsache wird fertig und es funktioniert gut und lässt sich gescheit benutzen und hin und her. Und Sony waren da halt technisch sehr fixiert und haben da auch öfters mal auf den Putz gehauen, wie scheiße alles ist. Ja, ist halt wahrscheinlich unterschiedliche Ansicht und, aber wie gesagt, das stimmt. Die Prozessoren der Xbox 360 und der PS3 kommen aus dem gleichen Laden. Teilweise sogar von den gleichen Leuten entworfen. Und, insofern von wegen, das ist alles so unterschiedlich und so. Klar sind die von der Architektur her unterschiedlich, kommt aber alles aus der gleichen Hütte. Also vom Design her. Gut, das ist nochmal nebenbei.
Also ich denke mal, dass euch das interessiert, wenn ich so Sachen hier immer mal einwerfe, wie das, wo die Prozessoren entwickelt, die CPUs entwickelt wurden. Das sind so Sachen, da denke ich vorher nicht dran. Das habe ich mal irgendwo gelesen, fällt mir dann wieder ein, wenn ich drüber laber. Aber ich denke, ist doch eigentlich eine ganz interessante Geschichte, oder? Könnt ihr mal unten reinschreiben, ob euch so Hintergrunddinge interessieren. Ja. Da so war zu Leistungsfähigkeit. Das kann man nicht so gut vergleichen, zumindest bei der aktuellen Generation. Die Wii war eine relativ billige Entwicklung, behaupte ich jetzt einfach mal. Denn die Wii ist ein GameCube einfach ein bisschen schneller. Mehr nicht. Deswegen kann man darauf auch GameCube-Spiele ohne Probleme spielen, indem sich das Ding einfach runtertaktet und es ist ein GameCube. Also insofern, das ist halb so wild. Ja. Dann würde mich nochmal interessieren, dass ihr mir ein bisschen Feedback zum neuen Intro-Übergang schreibt. Ich habe mit diesem Dings hier, werde ich wahrscheinlich keine Grafiken einbauen. Aber die war ja so geteilte Meinung darüber. Mal gut, mal schlecht. Aber ich werde die auf jeden Fall weiterhin einbauen, aber vielleicht nicht mehr so oft. Muss ich mal gucken und ich werde noch ein paar mehr machen, dass ein bisschen mehr Vielfalt reinkommt. Genau. Ja, ich werde übrigens noch ein Video zu diesem Thema machen, fällt mir gerade auf. Denn ich habe da auch so ein bisschen meine Vorstellung, was denn bei neuen Konsolen sein wird und was nicht. Also ich werde hier dazu noch einen zweiten Teil machen. Das war jetzt nur ein bisschen Hardware-Grundlage und ein bisschen Gelaber da dazu. Beispielsweise frage ich mich denn, ob es noch optische Laufwerke geben wird auf den neuen Konsolen. Das sind so Sachen, da werde ich mich aber zumindest in einem der nächsten Videos mit beschäftigen. Vielleicht direkt in dem nächsten, muss ich mal gucken, um euch da meine Meinung drüber zu erzählen. Ich muss zu allem sagen, das ist nicht verifiziert oder sowas, wenn ich was über die neuen Konsolen erzähle. Es gibt dazu noch keine Information, wo einer gesagt hat, jawohl, so ist es. Und werden wir wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit nicht kriegen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, da kann ich noch ein bisschen was erzählen. Ich frage mich, wie das mit den Starttiteln aussieht. Bei der Wii U ist das relativ simpel. Da wird wahrscheinlich das standardmäßige Nintendo-Line-Up hier am Start sein. Also hier Mario, Zelda vielleicht und solche Geschichten. Pokémon. Nee, also sowas in der Richtung wird er wahrscheinlich am Start sein. Ich denke mal, für die neue Xbox und die neue PS3 wird dann wahrscheinlich das erstmal mit den üblichen Verdächtigen weitergehen. Ein neues COD, ein neues Assassin's Creed oder sonst was. Wahrscheinlich vermute ich mal vielleicht auch ein Gears of War 4. Weiß man nicht. Sie haben ja damals schon erzählt, dass Gears of War 3 für die neue Konsolengeneration kommt. Bla 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 bla. Da kann man nicht so viel drauf geben. Ein Halo 4 mit Sicherheit. Also ich vermute mal, dass das auf der nächsten Plattform rauskommen wird. Ich bin da nicht so informiert. Ich glaube nicht, dass es auf dieser Xbox noch rauskommt, oder? Zumindest wird definitiv ein Launch-Titel Halo sein für die neue Xbox. Da bin ich mir sehr sicher. Das war eigentlich bisher immer so. Und ja. Jetzt werde ich mir nochmal einen Brief schnappen. Wenn ich hier gerade schon so da am Labern bin. Ach so, eine Sache muss ich noch ganz schnell zur Xbox sagen. Es hat ein bisschen Panik. Die Leute, habe ich gelesen, weil es in irgendeiner Newsmeldung hieß, das Ding wird auf einer alten ATI, also auf einer alten, auf der 6000er Serie Grafikkarte von ATI basieren, ist gar nicht so schlimm. Denn erstens muss man natürlich dazu sagen, auf einer Konsole müssen die Hersteller nicht wirklich so viel unterstützen. Die können sich auf eine Hardware einschießen und können da auch wirklich was Gutes rausholen. Außerdem darf der Scheiß auch nicht so teuer sein. Ist doch ganz klar, dass man nicht die absolute High-End sonst was Grafikkarte nimmt, die so fett ist wie die ganze Konsole. Ja, das Ding muss von den Produktionskosten sich halbwegs in Grenzen halten. Eine aktuelle High-End-Grafikkarte kostet so viel wie eine ganze Konsole. Ja, also die richtigen High-End-Dinger kosten so viel wie zwei Konsolen. So, ich hole mir jetzt schnell einen Brief, falls das Gameplay schon vorbei ist. Wie gesagt, vorhin ist die Aufnahme ausgegangen, ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Hänge ich nochmal ein Bildchen hinten dran oder sowas. Komm mal her. Wir nehmen jetzt hier mal irgendwas raus. Den hier zum Beispiel. Komm her. Na. Zack. Aufmann. Boah, der hat, das sehe ich schon von außen, der hat schön geschrieben. Okay. Mr. Tommy ist das. Von Mr. Tommy. Ich habe den Umschlag leider nicht hier zu dem Brief gehabt. Ich habe den rausgezogen und in die Tüte gelegt vorhin. Also, ich lese mal vor. Lieber Max, ich wünsche dir frohe Weihnachten. Ja, leider ist das jetzt schon ein bisschen vorbei. Ich hoffe, du lässt dich reich beschenken und hast einen schönen Tag. Ja, den hatte ich wahrscheinlich damals auch. Habe ich heute aber auch. Ja, passt doch. Und wäre sehr cool von dir, wenn du mich wirklich erwähnen würdest. Liebe Grüße, Mr. Tommy. So, PS, es wäre auch sehr cool, wenn du mich adden würdest, Mr. Tommy 0302. Oder wir mal eine Runde spielen könnten. Und grüße den Friseur von mir. Ja, der hat es jetzt wahrscheinlich eh gehört. Dazu muss man dazu sagen, der Friseur und ich,
Wir sind nicht so die Grüßer und Gratulierer und sowas. Wir gratulieren uns nicht und grüßen uns auch, richten uns auch nicht so die Grüße aus und sowas. Wir labern einfach miteinander. So dieses, hey, Grüße von dem und so, das sind wir nicht so die Fans von. Und noch einen guten Start ins neue Jahr und weiter. So, du bist großartig. Ja, das mit dem neuen Jahr hat sich etwas verzögert jetzt. Ich habe mir eine zweite Kiste gemacht, wo ich die Briefe alle reinlege, die ich dann schon beantwortet habe. Und so. Haben wir es geschafft? Wie gesagt, zu diesem Thema kommt noch ein zweites Video, wo ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigen werde, was ich mir dann so vorstelle für die neue Generation, ohne eine Ahnung davon zu haben, ob das wirklich so kommt. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal.